Nee, wir müssen das schon irgendwie so hier machen. So, die Sache ist die, das braucht natürlich alles erstmal Wasser. Wir brauchen hier eine Menge Wasser. Im Prinzip jede Straße müssen wir mit Wasser rohren. Boah, ich sehe schon, das wird das mega Bauprojekt hier, Seattle City. Und ich sehe auch schon die Verkehrsprobleme auf mich zukommen. Ich hoffe mal, dass sich das regulieren lässt. Dass das alles nicht so krass werden wird. Ich hoffe einfach mal, dass Seattle City... Ich meine, hier ist jetzt schon, hier fahren Unmengen an Fahrzeugen rum. Ohne, dass hier überhaupt was ist. Das ist doch schon krass. Das ist doch schon eigentlich Grund zur Sorge. Genug. Natürlich steht Seattle City Endtime auch ein bisschen in Konkurrenz, denn Endtime ist ja auch ein Industrieviertel. So, jetzt haben wir hier schon mal überall Wasser. Also die brauchen jetzt nur noch Strom hier. Ich kann zumindest mal so hier kurzerhand. Hat das Ding hier eigentlich Strom? Nee, eigentlich ja nicht. Aber irgendwie hat es doch Strom. Keiner weiß wieso. So, jetzt können wir schon mal schauen, wie stark dieser Güterbahnhof hier beansprucht sein wird. Egal, wir können hier auf jeden Fall auch schon mal passend. Dann hier, keine Ahnung, so, so. Wo war der Kran? Kran-Gebiet. Da können wir sogar von mir aus... Wo war's? Feel Good Market. Keine Ahnung, das Ding hier mal hinbauen. Ich weiß zwar nicht genau, was es war. Oder ich zu Testzwecken setze ich es einfach mal dahin. Vielleicht entwickelt sich da ja was. Nee, City Zoo nicht. Tresendert Small Park. Urban Park. Tiger Tank. Walk. Nee. Wo war es denn? Doch, Tiger Tank hieß das doch. Wo war das? Car Park. Passenger. Urban Park. Beach. Tiger Tank hier. Der Ort ist bereits belegt. Weil das so rund ist, oder wie? Es ist zu groß, oder was? Können wir dann nicht einfach das alles ein bisschen hier verschieben? Keine Ahnung, hier hin. Auch den Kran hier. So, das sieht doch jetzt schon mal richtig nach einem geilen Industrieviertel aus. Die Industrie wird hier definitiv florieren, meine lieben Zuschauer. Oh Gott, ich nehme jetzt hier schon 42 Minuten auf. Oh Gott, das heißt, ich werde das sowieso in mehrere Parts teilen. Dann ist sowieso, ich habe die Zeit aus dem, ja. Gut. Egal. Weg damit. So, wo haben wir es jetzt gehabt? Hier, Tiger Tank. Das kriegen wir hier hin. Was auch immer Tiger Tank eigentlich ist. Mir ist es immer noch nicht so ganz klar, für was es eigentlich steht, aber gut. So, wir können ja sogar auf die andere Seite irgendwo nochmal einen Kran hinsetzen. Der Kran sieht nämlich eigentlich ganz schick aus. Hier irgendwie nochmal einen Kran. Geil sieht das aus, oder? Ein richtiges schönes Container-Industrieviertel. Hier hinten haben wir Seattle City Transport. Passt das hier eigentlich? Das müsste eigentlich sogar noch eins weiter nach. Genau, so. Hier, das passt gut. Boah, hier wird schon überall öleifrig gepumpt. Wie sieht es mittlerweile mit dem Verkehr aus? Der Verkehr sieht ganz gut aus. Hier hat er sich auch quasi eingebürgert. Hier ist nochmal, weil das Problem ist, sie müssen hier natürlich stark runterbremsen. Ich schau mal, ob sich das vielleicht irgendwie besser bauen lässt. Weil die Sache ist ja die, dass so wäre es vielleicht sogar besser.
Beziehungsweise natürlich wäre da eine Ein- und Ausfahrt eigentlich auch ganz geil. Moment, da schaue ich einfach auch mal, ob das vielleicht sogar machbar wäre. Dann müsste man quasi hier... Beziehungsweise das kann man, das sieht so bescheuert aus. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe. Ich versuche dann quasi eine schnieke Ein- und Ausfahrt zu setzen. Besonders weil das so groß ist, dann können wir nämlich für das... Das mache ich an dieser Stelle einfach wirklich mal. Nochmal einen kleinen quasi Extrakreisel für das Wohngebiet. Den könnten wir aber dann sogar irgendwie hier hinsetzen. Und dann, ja. Aber der muss jetzt echt nicht so riesig sein, der Kreisel. Da reicht hier sowas. Der ist schon echt groß genug. So, in welche Richtung soll der gehen? Ja, der soll in die Richtung gehen. Dann drehen wir, können die Zeit sogar mal wieder weiterlaufen lassen. Drehen wir das in die Richtung. So, wunderbar. So, dann ist nämlich die Sache, dann führen wir in das Wohngebiet ausgehend hiervon so eine Straße. Dann kann ich hier Autobahnen eigentlich sogar setzen. Da gibt es eine Autobahn, die führt hier rein. Es gibt eine Autobahn, die führt raus. Boah, das sieht jetzt aber sehr obskur aus, der Kreisel, aber gut. So, warum der Kreisel? Weil der nicht missbraucht werden soll von der Industrie. Denn die Industrie bekommt quasi einen extra Zugang. Und zwar irgendwie kommen von hier. So, und den können wir dann nochmal, keine Ahnung, setzen wir hier nochmal. Weiß ich nicht, was wir hier noch hinbauen. So, egal, wir lassen das mal laufen und schauen mal, wie sich das hier entwickelt. Ach, der Kreisel, der hier sieht, der sieht unglaublich scheiße aus, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ey, besonders ganz ehrlich, das ist doch sinnlos. Das ist die ganze... Solange ich da kein Verkehrsproblem habe, sage ich Wayne. So, komm. Ist doch egal. Solange ich da keine Verkehrsprobleme habe, ist das okay. So, wir ziehen das jetzt nochmal fertig hoch. So, basta. So, und dann würde ich sagen, beginnen wir mal damit, das hier auszubauen. Und zwar mit dicht besiedeltem Wohngebiet. Dass die hier so übrigens so stark von Industrie benutzt wird, die Straße, das gefällt mir nicht. Warum wird die so benutzt? Weil die hier hin wollen. Vielleicht funktioniert es auch. Im Moment funktioniert es ja noch. So, wir setzen mal hier das unter Industrie. So. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch Gewerbegebiet. Das setzen wir an die Straße.
also echt hier der Bau von Seidel City, das ist ja echt quasi im Moment, müsste ich sagen, mein größtes Bauprojekt, was hier... was das hier angeht. So, und hier oben können wir noch mal ein bisschen Industrie hinsetzen. So, wie gesagt, ich baue das hier noch nicht ganz komplett aus, denn was wir auf jeden Fall brauchen, ist Wasser. Okay, Wasser, Strom, Strom könnte ich ja natürlich eventuell bekommen, indem ich hier und dann hier was rübersetze. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als genug Strom durch das ganze Sache mit... So, wie ist die Polizei eingestellt? Die Polizei ist soweit ganz gut, aber ich würde auf jeden Fall hier zentral nochmal eine Polizei hinstellen. Und auf jeden Fall brauchen wir auch nochmal eine Feuerwehr, aber dafür haben wir auch nicht mehr genug Geld. Und die bauen sich, hier baut sich sogar schon alles auf. Nice, nice, nice. Aber hier sind sogar schon leichte, obwohl es geht alles noch. Im Moment geht das mit dem Verkehr noch. Und hier die Industrie, das ist doch Schwachsinn im Moment. Das negiere ich hier nochmal. Und dann setzen wir nämlich hier dicht besiedeltes Gewerbegebiet lieber hin. Makes more sense, meine lieben Zuschauer. So. Boah, jetzt fahren hier natürlich sehr viele rein. Keine Ahnung, wir können auch einfach mal hier echt eine Menge runterziehen. Weil das hier wird ja früher oder später alles quasi dann Wohngebiet von Seidel City werden. So, hier haben wir Seidel City Transport. Wie gesagt, die brauchen alle Mitarbeiter. So, ich kann das sogar schon mal in ein Gebiet einteilen. Moment, 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 Moment. Denn, das ist ganz wichtig. Gebietseinteilung. Wo ging das denn? Hier. Eine der Hauptdinge, die an dieser Sache hier kritisch gesehen werden soll, ist, dass die Verbindung hier eigentlich absolut nicht nur für LKWs genutzt werden soll, sondern die hier für LKWs ist. Also an dieser, im Prinzip wäre es echt sinnvoll, die Verbindung hier zu kappen. So, hier, die wollen nur logischerweise hier hin. Das bedeutet, diese Verbindung hier bedarf es überhaupt nicht, sondern wir setzen einfach mal, weil ich habe keine Lust, dass der ganze fucking Verkehr hier durch Seidel City führt. So, das natürlich die Verbindung sinnvoll. So, und da geht natürlich auch eine Menge Verkehr hin, das reiße ich auch mal ab. So, wir schauen einfach mal. Weil die ganzen LKWs sollen ja hier lang fahren und nicht durch das Wohngebiet, Seidel City. So, hier zeigt sich im Moment Verkehr, aber da fahren natürlich auch eine Menge Fahrzeuge rein. Hier dann hoffentlich in Zukunft auch. Ah, ich muss da echt mal schauen, was ist denn das hier? Ist glatt. Ach stimmt, das war das Teil. Wo ich glaube, dass ich es abreißen kann, weil der Sinn davon ist nicht existent.
So, jetzt kann ich das Gebiet hier nochmal malen. Obwohl, eigentlich habe ich es ja sogar schon gemalt. Und das ist der Hauptstadtteil Seidel City. So, und da ist auch eine Richtlinie wichtig. So, genau. Das hier, es sieht schon so ein bisschen wie so ein... Also wenn wir die Plattenbauten uns anschauen, das ist schon so ein bisschen Industrie. Aber so soll es ja auch sein. Das ist ja der Hintergedanke hinter dem, hinter Seidel City. So, hier können wir nochmal was langziehen. Wie sieht es mit dem Verkehr aus? Mit dem Verkehr funktioniert soweit alles okay hier. Das habe ich mir schon fast gedacht. Könnte ich die Verbindung kappen? Die könnte ich sogar kappen. Aber ey, das ist leicht orange, das geht ja noch. Wie gesagt, hier ist noch eine Menge Verkehr, weil da natürlich eine Menge Fahrzeuge reinfahren. Hier wird neu alles aufgebaut. Da ist es logisch, dass es hier natürlich... So, ach, Art, wie sieht es eigentlich mit Feuerwehr aus? Feuerwehr ist nicht so geil, sehe ich. Setzen wir da mal eine Feuerwehr hin. Was ist denn das da eigentlich? Ach, Polizeihauptquartier. Natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass die Kriminalität in Seidel City nicht zu groß ist. Das soll ja auch nicht das verranzteste Ghetto überhaupt sein. So, Krematorium haben wir auch eins. So wird der Hafen, der wird sogar auch genutzt. Wie gesagt, die Autobahnanbindung hier. Beziehungsweise eigentlich könnten wir das echt machen. Dann reißen wir das hier nochmal ab. Und setzen hier auch nochmal einen Kreisel hin. Der muss auch nicht so krass groß sein. Ein kleiner Kreisel, der quasi schon dafür sorgt, dann aber. Dass sich der Verkehr aufteilt, so wie er soll. So. Nice. Der ist relativ rund. So, dann setzen wir mal in den Kreisel. Die Straße hier rein. So, aber dann bauen wir hier nochmal eine Straße. Und die verbindet sich hier hinten mit dem Güterbahnhof. Dann leiten wir dann nämlich den Verkehr quasi zum Güterbahnhof nochmal raffiniert ab. So, perfekt. Dann haben wir nämlich hier einen Autobahneingang, hier einen. Wie gesagt, das hier sehen wir jetzt schon, das hätte uns viel zu viel Verkehr verursacht. So, und die Öl... Hier wird mächtig Öl gepumpt. Nice, nice. So soll das sein. Oh Gott, hier sehen wir... Oh Gott, der Verkehr, der geht ja bis ins... Halleluja. So, die Stromverbindung können wir mittlerweile abreißen. Die wird nicht mehr benötigt. Was haben wir denn da? Geringen... Was? Keine Ahnung, was die wollen. Was wir auch machen können, ist ein paar gering besiedelte Wohngebiete hier quasi ein bisschen außerhalb